Hallo und willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Folge Let's Play Scrolls mit mir, dem Andi. Und wir befinden uns jetzt mal im Hauptmenü. Ihr seht das Hauptmenü von Scrolls, denn heute werde ich mal beim Let's Play auch was anderes erledigen, denn ich habe ein paar von den Trials gespielt. Hier Trials. Da muss man verschiedene Missionen quasi erledigen, verschiedene Aufgaben erfüllen und bekommt dafür Geld. Ich habe jetzt 2851 Goldmünzen ersammelt, mit denen ich jetzt in den Store gehen werde. Hier ist der liebe kleine Händler. Und da können wir was kaufen. Wir können eine zufällige Karte kaufen. Ein ganzes Paket, das kostet dann aber auch 1000. Oder eine Karte mit einem dieser vier Mana-Arten. Ich habe ja hier diese Energy-Karten. Deshalb könnte ich davon Scrolls kaufen, aber ich werde mir hier so ein Booster-Pack kaufen, weil da garantiert ist, dass eine seltene Karte dabei ist. Und ich glaube sogar eine Rare und eine Uncommon und sonst normale. Aber wir werden jetzt solch eine kaufen. So, was haben wir? Tribal Memorial. Okay, da wird Growth. Also wenn die hier ins Spiel kommt, steigt diese grüne Mana um 1. Das bedeutet besonders für grüne und rote Mana Mischdecks ganz interessant. Okay, uninteressant. Catapult of Goo kenne ich ja, habe ich schon oft in meinem Deck. Uninteressant, die sind jetzt erstmal alle uninteressant, weil die einfach ganz andere Mana sind, als die mein momentanes Deck einfach haben. Da kann ich mit hier denen allen nichts anfangen. So, das ist die seltene. Oh, und die seltene ist sogar eine von meinen. Jeglicher Schaden, der zu verzauberten Einheiten gemacht wurde, wird um 1 verringert für 3 Runden. Okay, das ist auch ganz interessant. So, aber da ich ja 1851 habe, kommen wir direkt noch ein Booster-Pack. Uninteressant. Uninteressant. Okay, noch so ein Tribal Memorial. Okay, Cannon Automaton, die kenne ich ja, die habe ich auch schon mehrmals im Deck. Okay, das war jetzt auch alles etwas, ist ein bisschen interessant. Jetzt habe ich noch 851, ich könnte zwar so Einzelkarten kaufen, aber ich warte einfach, spare jetzt noch ein bisschen. Wir können uns mal den Deckbilder genau anschauen. So, hier sehen wir alle Karten, die ich habe, die wir sortieren können. Ich sortiere mal alles aus, bis auf meine Feuerkarten. 59 habe ich. Jetzt können wir auch ein Deck loaden, nämlich also das vorgefertigte Deck, was ich gekauft habe. Hier ein bisschen sortieren nach Alphabet. Sollen wir gucken, was ich hier noch so für neue Karten insgesamt bekommen habe. Denn da könnte ich ja mal was reintun von den neuen Karten. Ich weiß noch nicht, was lohnenswert ist, um das Deck zu tun. Ich weiß noch nicht, ob ich bin im Moment eigentlich nicht so viel. Mit Verzauberung. Hä, warum sind die jetzt? Hä? Mit so vielen Verzauberungen. So überlege ich gerade, was habe ich in meinem Deck, was ein bisschen unnötig ist? Da war doch eine Karte, die ich so gut wie nie gespielt habe. Hier, die war das? Nee. Da gab es eine Karte. Nee. Genau die, weil ich dafür meine When Golem Skin Comes into Play, also wenn die ins Spiel kommt, werden alle meine Strukturen zerstört. Dafür bekommen verzauberte Kreaturen ein Leben. Also genauso viele Leben und Angriff dazu, wie viele ich geopfert habe, aber die Karte. Ehrlich gesagt, habe ich die bisher noch nicht wirklich gespielt. Sie hat mir auch noch nicht so gut gefallen. Dafür kann ich eigentlich mal was anderes in mein Deck tun. Und zwar noch so ein Ding. Und das ist eigentlich auch ganz nice. So eine Bombe könnte ich eigentlich auch noch reintun.
Aber okay, ich belasse es einfach erstmal hier. Jetzt kann ich das Deck speichern. Ich nenne es jetzt einfach mal nur Energy. So, und jetzt habe ich es gespeichert. So funktioniert auch der Deckbuilder. Wie gesagt, Gold bekommt man hier für alles, was man in der Arena macht. Matches gegen die KI, gegen diese Trials, aber auch gegen echte Gegner. Weil bevor ich mich hier an die echten Gegner heranwage, spiele ich mal ein Spiel gegen eine Medium-KI. Letztes Mal haben wir gegen leichte KI gespielt. Mal sehen, was uns hier jetzt erwarten wird. Also mich speziell jetzt, natürlich. So, was haben wir? Wir haben die beiden. Eine einzige Einheit, die 3 Mana kostet. Oh, wir spielen gegen das Parasiten-Gift-Deck. Interessant. Okay, wir opfern die. Können mehr im Moment nicht machen. Was kann die? Wenn der angreift, wird der irgendwo... Was ist das denn? Okay. Der killt den ja gleich sofort. Lass ich den Angriff lieber, der hat ja 3 Schaden, lass ich den Angriff lieber auf meinem Säule hinten gehen als auf meinem Automaton. Okay, der hat ihn einfach, okay, ja, das war klar. Der kann ja auch einfach bewegen. Kosten die alle so, warum kosten die alle? Ach, bevor der angreift, bewegt er sich, ach so. Ach so. Diesen Goblin, den platziere ich mal. Dahin. Und warte jetzt auch einfach erstmal ab, was der Gegner genau machen wird. Okay, darauf habe ich jetzt gerade gar nicht geachtet. Hätte ich darauf achten sollen. Opfer so eine. Und was mache ich? 3 Schaden. Ich mache die Bombe dahin. Beweg den und setze das da. Genau, da habe ich hier erstmal die sichere Schutzwand und meine Einheiten sind aufgesplittet. Okay, der killt den jetzt natürlich, weil er ihn bewegt hat. Was ist das hier? Wenn der Lifestealer angreift und eine Einheit zerstört, wird der voll geheilt. Ach, Herr Jemini. Ach, Herr Jemini. Fangen wir erstmal und machen mal dem einfach. Obwohl er dem jetzt mal Schaden. Und wir haben noch so eine Wall bekommen, da setzen wir mit ihm mal da ein. Walls sind immer gut, um sich einfach hier vorne eine Verteidigung aufbauen zu können. Boah, der braucht aber ganz schön viele Einheiten, der Typ. Der ist Range. Okay. Ich ziehe mal lieber 2 neue Karten. Was habe ich hier? Ich habe den Relentless-Typen, der kostet auch nur 1. Das bedeutet, ich kann die Mine machen. Automaton dahin bewegen und den dahin setzen. Der zerstört jetzt natürlich meinen. Oh, doch nicht. Der hat ihn zur Seite bewegt. Okay, er zerstört jetzt die Wall. Boah, wie viele Einheiten der rausschmeißt. Das ist ja unglaublich. 2 neue Karten. Jetzt erstmal dahin und warte jetzt einfach erstmal ab. Okay, der wird jetzt den nicht zerstören. Boah, noch so ein Lifestealer, oh mein Gott. Ja, das setze ich mal dahin. Erstmal Schaden raushauen. Die sind nämlich jetzt auf 0 gegangen. Ich versuche jetzt einfach erstmal Schaden zuzufügen. Obwohl, wenn er jetzt was von ihr zerstört, vielleicht der kriegt er wieder voll Leben. What the fuck? Was ist das für ein scheiß Monster?
Ja, die weg. Ich brauche Damage. Ja, ich lasse jetzt erstmal so. Okay, dieses Deck hier lässt schadet mir gerade ganz schön. Also wie der haut eine Menge Einheiten raus. What the fuck, ist das krank? Okay, dagegen komme ich gerade nicht an. Ich muss jetzt erstmal opfern. Krieg jetzt den hier. Boah. Setzen jetzt einfach erstmal dahin. Viel mehr kann ich jetzt auch echt nicht machen. Der hat meine gesamte Verteidigung gesprengt, die Medium-KI. Und was hat die da gebaut? Wenn die sterben, werden alle Einheiten auf dieser gleichen Linie umgebracht. Ach, es ist doch krank. Boah, ich kann jetzt nicht viel machen, außer... Oh, ach, das ist der Danner. Das ist doch... So... Ich baue mir da jetzt einfach eine Linie auf, was der da für eine Armee raushaut. Oh, jetzt sitzt da nur noch Verzauberung drauf. Kann ich wenigstens was töten? Er kann vielleicht dem Schaden machen, weil die beide anzugreifen, die muss man ja auf einen Male töten. Sonst hat man ja nicht so viel davon. Ach, oh Gott, ich habe die Fähigkeit von der vergessen. Ich hätte meine Einheiten zur Seite ziehen sollen. Oh nee, das war jetzt dumm. Aber zumindest habe ich ein paar Einheiten von dem beseitigt. Oh nee, das war jetzt dumm. Das war jetzt dumm. Ich habe gar nicht auf die Fähigkeit geachtet. Und jetzt hier wird der verzaubert, hat null Angriff. Das ist doch nicht mehr schön. Oh, meine erste Säule ist schon kaputt, die zweite ist auch fast kaputt. So ist das schön, oder? So ist das doch schön. Ach, ich stirb ja jetzt direkt auch. Ich hätte ihn irgendwo daneben hinsetzen sollen. Boah, das Deck ist scheiße von dem. Das Deck ist scheiße. Hat überhaupt eine Struktur? Ja, die. Belasse ich es erstmal hierbei. Also ich muss sagen, Scrolls hat echt ein extrem, man muss sich echt extrem, man muss echt extrem darüber nachdenken, was man macht, weil auch einfach wirklich die Map-Control und wie man die Einheiten positioniert einfach so wirklich abhängig auch vom Sieg ist. Das ist wirklich extremst wichtig. Das glaubt man so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht, aber es ist echt mega wichtig. So, meine beiden Kanonen, keine Ahnung, was die da oben noch machen. Jetzt greift er doch. Ich verliere, das ist echt... What the fuck, warum hat er das denn jetzt zerstört? Hat er irgendeine Fähigkeit rausgehauen? Der Gravelock Elder ist Ranged Attack. Aber ich hole mal zwei neue Karten. Die Artillerie. Und das Katapult setze ich dahin. Irgendwie muss ich jetzt alles zubauen. Aber ich bin echt in einer derben Verteidigerposition. Ich habe ja eigentlich echt gerade im Moment keine Chance, überhaupt irgendwie vorzubringen. Die Einheit macht immer noch 5 Schaden. Okay, jetzt hat er einfach weggezogen, ist das dreist. Jetzt werden hier noch meine Einheiten wieder verzaubert. What the fuck, 8 Angriff.
Und auch noch Relentless. Und der kostet nur 3. Warum ist der denn so günstig? Der kostet nur 3 Stück von den Teilen. 8 Angriffsschaden. Aber der braucht 5 Runden des Angriffs. Dann haut er mal richtig rein, oder was? Oh mein Gott. Was mit hier, wenn ich sowas von verlieren? Komm. Nimmt er zumindest den nächsten Schaden nicht. Okay, also die Medium-KI, die nimmt mich hier schon richtig auseinander, wie ich merke. What the fuck, ey. Ach du Scheiße. Einzige, was ich im Moment machen kann, einfach meine Säulen irgendwie verteidigen. Ach, das Ding macht ja auch nur noch 0 Schaden. Wow, lustig. Ach, hey Mini, wie das Deck da reinhaut vom Gegner. Ist einfach nur krank. Zieh ich mal 2 neue Karten, was habe ich? Ja, so ein Viech. Ich kann eine Struktur töten. Der Relentless-Typ, komm mal dahin. Boah, ich hab das verloren, egal was ich hier noch mache. Da kann ich jetzt echt nicht mehr viel machen. Ist nur eine Frage, ich zögere das eigentlich nur noch heraus, meine Niederlage. Ist sie schon da? Nee, ist sie noch nicht. Hat noch 3 Leben. Ja, gleich aber. Er greift jetzt zweimal an. Komm, natürlich noch eine Säule weg. Noch eine Säule. Ich hätte ihn jetzt natürlich auch bewegen können. Also der hat gerade zweimal angegriffen wegen der Verzauberung. Und ich hätte ihn zwar noch bewegen können, irgendwie auf die Einheiten vom Gegner. Ich habe mir gedacht, ach kommst du. Ich züge das ja jetzt sowieso nur noch sinnlos heraus. Das Match ist eklig verloren. Ja, das kann ich nie im Leben noch halt gewinnen. Das wäre lächerlich. Das wäre ja lächerlich. Kasse ich das noch. Greife das Ding hier nochmal an. Obwohl, da stellen wir jetzt noch. Ah, gut, habe ich ihm noch gut Schaden wenigstens gemacht. Noch ein paar Einheiten mitgenommen, bevor das hier auch vorbei ist. So, verloren. Wow, der hat mir alle 4 Türme genommen, der Motherfucker. Alle 4 Türme. Gut, das war's dann jetzt auch, liebe Zuschauerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das Match habe ich jetzt übelst genoobt. Muss ich noch ein bisschen üben, mir noch mehr Karten kaufen, aber Medium-KI ist also schon noch recht stark. Gut, dann... Hä, warum steht hier überall 0? Fail? Na egal, gut. Haut rein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ja, bis morgen. Ciao. Ciao.